Oh Mann, was sollen die Polizisten jetzt von mir denken? Ich habe einfach versagt. Ich habe versagt, Lami zu schnappen. Oh Gott, oh Gott. Naja, mal gucken, was die anderen dazu sagen. Hallo? Oh, Polizeimädchen. Na, wie verlief die Mission? Hast du Lami geschnappt? Naja, ich muss etwas sagen. Lami ist, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen härter, als ich dachte. Der ist eine harte Nuss, muss ich sagen. Oh, okay, und was soll das heißen? Hast du Lami etwa nicht schnappen können? Naja, leider nicht. Oh Mann, der hat mich nämlich enttarnt. Er hat entdeckt, dass ich ein böses Polizeimädchen bin. Oh Mann, mein Trick hat nicht funktioniert. Also am Anfang hat er zugebissen und mir geglaubt, dass ich so ein gutes und nettes Mädchen bin. Aber dann hat er gesehen, wie ich Baby Lami vernichten wollte. Oh Mann, das war auch echt nicht so schlau von mir. Naja, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen neuen Plan schmieden. Wie können wir Lami schnappen? Oh Mann, naja, du wirst es aber auf jeden Fall noch schaffen. Ich vertraue dir, Polizeimädchen. Wie wäre es einfach, wenn du irgendwie auf unfaire Art kämpfst? Unfaire Art? Was soll das denn heißen? Naja, wie wär's, wenn du einfach mal jemanden ganz schnell überfährst oder sowas? Ich meine, so ein schnelles Auto, zack, drüberfahren und dann ist der Lami schon platt gefahren. Gar keine so schlechte Idee. Ich soll ihn einfach mal überfahren, wenn er aus dem Haus kommt, okay? Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Was sagt ihr beiden dazu? Also, wir haben gar keine Ahnung, aber der Plan, der klingt gut, oder Jeremy? Überfahr ihn einfach, das schaffst du schon. Also, wie gesagt, du sollst jetzt einfach Lami überfahren, wenn er aus dem Haus rauskommt, verstanden? Okay, vertraut mir, ich werde ihn überfahren. Und wenn es sein muss, überfahre ich auch seinen Sohn und seine Frau Emily. Oh ja, die werde ich auch noch schnappen. Und let's go! Okay, Leo, ich weiß, wir haben gerade eine schwere Zeit und die Polizei verfolgt uns. Aber glaub mir, wir werden es schaffen, wir werden alles überleben und am Ende der Polizei zeigen, wer die Lami-Familie ist. Denn niemand kann es mit der Lami-Familie anlegen. Wir sind die Stärksten, oder Leo? Und wir werden der Polizei zeigen, dass wir die Besseren sind. Oh ja, das kannst du laut sagen. Aber trotzdem, wir müssen wirklich immer aufpassen. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir immer beobachtet werden von der Polizei. Und irgendwie gleich dann das Polizeimädchen wieder kommt und versucht uns umzuschnetzeln. Das dürfen wir nicht zulassen, okay Leo? Du musst immer aufpassen auf dich, egal was ist. Ja, ich werde immer auf mich aufpassen, okay? Versprochen, Papa. Okay, das ist ganz wichtig. Und Emily ist ja gerade auch nicht zu Hause. Die ist ja gerade bei ihren Eltern in einer anderen Stadt. Deswegen müssen wir gerade alleine klarkommen. Naja, aber mal gucken, wann die zu Hause ist. Und dann müssen wir der auch sagen, dass die Polizei uns verfolgt. Ich glaube, die wird gar nicht so gut reagieren. Aber hey Freunde, ich bin Lami. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, wie ihr gerade gehört habt, die Polizei verfolgt uns ja. Das wisst ihr ja mittlerweile. In den letzten zwei Videos hat nämlich das Polizeimädchen versucht, mich zu trollen. Und versucht, Baby Lami zu töten, Freunde. Falls ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, dann checkt ihr auf jeden Fall ab, Freunde. Das ist ganz wichtig, damit ihr die Geschichte hinter diesen Videos auch versteht, Freunde. Aber Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert rechts unten die Glocke. Das ist ganz wichtig, Freunde. Denn so verpasst ihr gar keine neuen Videos mehr und bekommt immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein Video hochladen, Freunde. Gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert was Liebes mit dem Hashtag Lami Army oder mit dem Hashtag Team Leo. Dann habt ihr die Chance, morgen ins Video zu kommen, Freunde. Und ich würde sagen, Leo, lass uns mal lieber ins Haus gehen, weil im Garten fühle ich mich auch nicht mehr so sicher, Freunde. Oh Gott, nicht, dass die Polizei jetzt irgendwie uns das ganze Haus dicht macht und irgendwie gleich mit der Waffe vor uns steht. Okay, nein, das ist nur der Postbote. Okay, Leo, hast du vielleicht einen Plan, was wir machen können? Wir müssen auf jeden Fall zu Hause bleiben. Wir dürfen nicht nach draußen gehen. Oh, ich weiß, aber was ist mit der Nahrung und so? Wir müssen ja Essen kaufen. Oh Gott, wie sieht eigentlich unser Kühlschrank aus? Oh, nicht, dass er leer ist. Wir haben 2 Eier, Leo. Damit können wir doch gar keinen Tag überleben. Papa, wir müssen Essen kaufen. Ich habe auch mega Hunger, muss ich sagen. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Freunde, wir haben einfach nur 2 Eier zu Hause. Leo,
aber ich kann dich auch irgendwie nicht alleine lassen hier. Nicht, dass die Polizei hier einbricht, also das Polizeimädchen, und dich dann entführt oder so. Ich glaube, wir müssen zusammen dann zum Einkaufsladen gehen, okay? Genau, wir dürfen uns nicht trennen, Papa, okay? Aber wir müssen dann mit dem Auto dorthin fahren, okay? Okay, das ist eine gute Idee. Und okay, so, steig einfach mal ein. Oh Gott, warte mal. Ich muss noch die Diamanten holen. So, Freunde. Oh Gott, wir sind mega in einer blöden Situation gerade. Die Polizei verfolgt uns. Wir haben gar keine Chance, Freunde. So, ich habe ein paar Diamanten genommen. Leo, ich komme jetzt und wir fahren jetzt einfach zum Laden. Bisschen Essen kaufen. So, und okay. Warte mal, Leo, du fährst mit Emilys Auto? Ja, ich will auch Auto fahren. Na gut, okay, ich mache einfach die Garage zu und let's go. Und halt immer Ausschau nach der Polizei, okay? Ja, und du musst zickzack fahren. Falls die Polizei uns anschießt, dann treffen die uns nicht. Das ist gar nicht mal so eine dumme Idee, Leo. Du bist ja mega schlau, ey. Oh Gott, so, Freunde. Einmal hier parken und wir gehen in den Laden rein und... oh Gott, aufpassen, mach die Tür zu. Was ist denn mit euch los? Warum schwitzt ihr so? Keine Panik auf der Titanic. Ihr seid hier sicher in meinem Laden. Oh Gott, Herr Verkäufer, ich weiß nicht, ob wir dir das sagen dürfen, aber wir werden von der Polizei verfolgt. Die Polizei will uns schnappen und umschnetzeln. Aber warum denn das, ey? Ihr seid doch ganz liebe Jungs, oder nicht? Ich weiß doch auch, aber irgendwie aus irgendeinem Grund verfolgt uns die Polizei und ich weiß auch nicht warum. Naja, auf jeden Fall brauchen wir jetzt ganz viel Essen, okay? Bedient euch, ich mache euch auch einen guten Preis dazu. Okay, Leo, was willst du zu essen haben? Ich glaube, wir brauchen ganz viele Bananen. Bananen haben Energie. Bananen haben Energie. Na gut, dann nehmen wir mal diesen ganzen Karton hier einfach mit. Und wie wär's noch mit... Oh ja, Kartoffeln ist noch ganz, ganz wichtig. So, brauchen wir noch irgendwas, Leo? Wir brauchen noch Brot. Oh ja, gute Idee, wir brauchen Brot. So, ich glaube, das sollte fürs Erste reichen. Brot, Bananen und du hast die Kartoffeln, oder? Ganz genau. Und du hast das Geld, oder? Oh ja, okay. So, Verkäufer, wie viel macht das? Einmal die Bananen, die Kartoffeln und das Brot. Also, ich mache euch einen guten Preis. Ihr bezahlt dafür nur 5 Diamanten. 5 Diamanten nur? Okay, das ist wirklich mega günstig. So, ich gebe dir einfach mal trotzdem ein paar mehr. So, danke schön für deine Hilfe, Herr Verkäufer. Und Leo, jetzt heißt es wieder, wir müssen mega vorsichtig sein. Okay, so Ausschau halten nach Polizisten und... Okay, Leo, jetzt komm mit mir. Wir müssen jetzt wirklich zusammenbleiben, okay? Okay, Papa, ich bin dicht hinter dir. So, okay, gut. Herr Postbote, wir brauchen deine Hilfe. Warte mal, ihr braucht meine Hilfe? Warum das denn? Wir werden von der Polizei gesucht. Das hast du uns ja gesagt. Und naja, gestern war das Polizeimädchen bei uns und wollte Baby Lami umschnetzeln. Das ist gar nicht gut. Ihr müsst ganz schnell nach Hause. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, die Polizei ist wieder hinter euch her gerade. Okay, wenn du das sagst, wir müssen los, Leo. Schnell, schnell, schnell in die Garage. Oh Gott. So, die Garage schnell aufmachen und so. Okay, ganz schnell rein, Leo. Komm, schnell parken. So, und Tür zu. Okay, wir sind wieder zu Hause. Das heißt, wir sind sicher. Mann, Papa, ich habe wirklich Angst. Wie lange müssen wir jetzt noch so leben? Oh Gott, ich weiß es nicht. Na gut, lass uns jetzt einfach reingehen, okay? Aber was ist mit Spielplatz? Ich wollte doch mit dir auf den Spielplatz gehen heute. Aber Leo, unter diesen Umständen ist das gar nicht mal so einfach. Aber ich meine, das ist sowieso direkt hier vor dem Haus. Na gut. Warum nicht? Lass uns einfach auf den Spielplatz gehen. So, da vorne sind die zwei. Ich glaube, das ist der perfekte Moment. Ich kann jetzt endlich Lami überfahren. Okay, los geht's. Ich überfahre dich, Lami. Papa, nein! Oh Gott. Warte mal, das Polizeimädchen, Leo. Nein, die hat dich gerade überfahren. Oh Gott, wir brauchen einen Arzt. Leo, kannst du noch atmen? Lebst du noch? Oh Gott, Papa, geht's dir gut? Warte mal, du hast mich weg von der Straße geschubst, damit ich nicht überfahren werde, aber du wurdest überfahren. Oh Gott, das Polizeimädchen wird es auf jeden Fall noch büßen. Oh Gott, wir müssen jetzt Dr. Becker rufen. Oh Gott, Freunde,
Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, aktiviert rechts daneben die Glocke, damit ihr nicht verpasst, wie es weitergeht, Freunde. Und schreibt auch in die Kommentare, wie wir das Polizeimädchen besiegen sollen. Oh Gott, die hat einfach Baby Lami überfahren, Freunde. Nein, oh Gott. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass ich mich mit Leo räche an dem Polizeimädchen. Die wird auf jeden Fall noch sehen. Aber jetzt muss ich mich erstmal um Leo kümmern, Freunde. Wir sehen uns morgen beim Video und tschüss.